Vogel. Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an. Bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer. Als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern. Uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation, derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Altairs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite. Bereit, ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles und er führte uns zum Ende. Wir sind da. Gehen wir. Dann herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir jetzt Assassin's Creed. Und wie einige von euch vielleicht schon wissen oder erkennen, ist das Ganze hier Assassin's Creed 3. Ich hatte für die Xbox 360 bereits Assassin's Creed Brotherhood und habe das gespielt und habe jetzt hier auch schon ein bisschen angefangen zu spielen. Ja, auf einem anderen Spielstand. Aber ich werde euch jetzt mal hier mit in die ganze Story mitnehmen. Nicht, dass ich irgendwann mittendrin anfange. Ja. So. Ich werde vielleicht, oder wahrscheinlich, wenn die Leute was sagen, werde ich auch nicht sprechen. Nicht, dass ich über die
dieser Töne, falls ihr es da hören wollt. Das hatte mich mal bei einigen Leuten gestört. Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. Ja. So, dann wollen wir mal rein in die Höhle. Ich versuche mich gerade zu erinnern, was ich hier machen müsste, weil ich weiß, dass ich da ewig viel gebraucht habe, um herauszufinden, was ich hier an dieser Stelle hätte machen sollen. Der rechte kann splinten. Komme ich eigentlich hoch? Komme ich hier schon hoch? Nee, komme ich nicht. Dann muss ich hier unten hin. So, zack. Stehen wir wieder vor einer verschlossenen Tür. Und haben unser Schlüssel dabei. Ich glaube, wir sind da. So, hier wird das sein. Hä, wieso verlieren wir ihn? Das ist dumm. Kann man ihn aufnehmen? Kann ich den aufnehmen? Nee. Kann ich nicht. Ich glaube, ich soll ja nicht. Das hier ist dieser Dixie-Modus. Alter. Ich überlege gerade, ich glaube, ich muss dir einfach nur durchlaufen. Oder? Irgendwie immer so lang machen. Irgendeine bestimmte Länge haben. Ja. Ich werde mal gucken, vielleicht werde ich nachdem ich irgendeinen Teil der Story immer abgeschlossen habe. Je nachdem, wie lange das dauert. Das Video beenden. Da war die Illuminaten am Berg. Den Schlüssel. Finde den Schlüssel. Sohn? Sir? Das schon wieder. Desmond? Ja. Kannst du uns hören? Ja. Was ist passiert? Der Tempel hat einen Sicker-Effekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin? Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen, solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, ich... Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? You know, Dad. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen, sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay, also was soll ich tun? Ganz einfach. Geh zu der Markierung da drüben. Ihr werdet das Ganze zwar sehen, aber ich werde es wahrscheinlich ein bisschen schneller machen. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das, der ganze Quatsch hier vorbei ist. Okay,
Die Synchronisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. So, da bin ich wieder. Glaube ich. Vielleicht hört ihr auch nur wieder kurz meine Stimme. Ach Quatsch, das ist immer auch der Quatsch hier. Das gehört aber hier schon zur Story. Da seht ihr mal, wie ich aussehe. Da, schicker Hut habe ich. Da habe ich schon eine Waffenhalterung. Da habe ich meine Faust. Kann ich mal. Kann ich die ganzen Dämonen auch zusammenschlagen? Nein. Kann ich nicht. Da habe ich hier irgendein schönes Wappen drauf. Keine Ahnung, was es ist. König Lerby. Schicke Lederstiefel. Die ich nicht zeigen kann. Wie gesagt, der Hut, die Goldklöppe. So weiter geht. Guck mal hier. Down. Sir. Ja. Sir. So jetzt. Alles in Ordnung, Sir? Ja, doch. Ich war nur in Gedanken. Nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. So. Also das ist schon Story. Das heißt, ihr hört mich jetzt wahrscheinlich die ganze... Ich wollte, glaube ich, hier in die Gassen reingehen. Das ging nicht. Das ist eigentlich ziemlich cool noch. Aber ja, egal. Einladung bitte. Sierra Royal Convent Garden. Euren Mantel bitte, Sir. 54. Und ein Butler. Wie toll. So. Ich habe eine neue Mail. Ich weiß nicht wie.